Guten Morgen, leib am Schafoda im Namen Jesu, kommet ne die und ei tanti, für deine Leib, ei tanti, dass du ein wunderbarer Gott bist, und ei beri halbans, dass wir einmal bei dir die Lebensweisheit holen. Mag uns weis, und halbans, dass wir auf dein Wort achten, dass wir dir herrschen, dass wir dich in Jesus in Namen. Amen. Spreche Kapitel 1 von Vers 8, sagt, mein Sohn, denke immer an die Ermahnung deines Vaters und habe die Weisungen deiner Mutter stets vor Augen. Wenn du auf ihre Worte hörst, wirst du Ehre und Anerkennung erlangen. Ich glaube, das ist so wichtig. Wird. Ganz klar, ich habe alle, was nicht den Rechen Rot geben, was nicht an Gott bleiben. Von dir redet hier nicht. Und bei den Älteren der Schnitt, die wollen immer das Beste für ihre Kinder. Und die wollen den Wesen Ruhe geben. Die wollen den Versicherten schützen vom Falschen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir dort zwei Sachen ernst nehmen. Dass wir den Rot, was wir jetzt rede haben, immer wollen über nur denken. Und dass wir unsere Kinder Ruhe. Wie viele Menschen lassen ihre Kinder dienen, was sie dienen wollen, und verstehen den damit. Wie man da reden, wie man da rutschen, wie man die in der Lebensweise wiesen. Und ent schob wiesen, schob Mone für den falschen Weg. Das heißt, wenn gottlose Leute dich beschwatzen, dann hör nicht auf sie. Sie wollen dich überreden und sagen, komm, wir legen uns auf die Lauer und erschlagen jeden, der vorbeikommt. Am liebsten rechtschaffene Menschen. Also, der falsche Freund, der jaftet überall. Und ich glaube, jeder Mensch, als diese Versuchung mal ich gesagt. Jeder Mensch wird mal versagt, falsche Freunde haben, was einem verstehen will. Und das ist dort so wichtig, dass dort wird der Ältere die Kinder lernen. Dass dort dein neue Plan ist. Dass dort wirklich ein Fundament hat. Und dass wir als Eltern auch unsere Kinder dort so dein neue Plan haben, dass wenn diese Versuchung kommt, sie darüber Klarheit haben, dass sie darüber eine Klarheit nicht finden. Das heißt, wie dann Vers 15, mein Sohn, lass dich nicht von ihren Überredungskünsten täuschen. Gib dich bloß nicht mit ihnen ab. Denn sie haben nur Böses im Sinn. Jederzeit sind sie zum Mord bereit. Es ist sinnlos, ein Fangnetz vor den Augen der Vögel auszubreiten. Sie fliegen davon. Ganz anders. Diese Verbrecher, sie stellen sich selbst eine Falle und rennen auch noch hinein. Also sie jettete Gottlose. Die stahlene Falle. Ein Ende Salz und der Salz ist voll. So geht es jedem, der darauf brennt, sich an Fremden haben gut zu bereichern. Er wird dabei umkommen. In welcher seine Geschichte jagt von Menschen, die falsch sind, die korrupt sind, die andere nicht Licht führen. Und nur er selbst in ihre Vollrahmen. Mach Gott uns allem bewahren dafür und mach Gott uns die Weisheit geben in dieser schweren Zeit wirklich abdringlich unsere Kinder dem Rechen wahrscheinlich zu wiesen. Und ich glaube, eine von den wichtigsten Sachen, die jeder vor der Mutter ihre Kinder mit lehren, ist Gott wirklich zu lehren. Nicht religiös zu sein, sondern wirklich eine lebende Beziehung mit Gott haben. Und wir unsere Kinder lernen, eine lebende Beziehung mit Gott haben, dann wollen wir ein Verfehlen falsch bewahren. Herr, ich danke dir für dein Wort. Und ich bete dich halb uns, ja, von dieser himmlischen Weisheit. Herr, wir brücken die Weisheit von dir, um dir wieder zu geben an die nächste Generation. Und ich bete dich darum, im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.